Ein kräftiges Hoch bestimmt nun unser Wetter und sorgt verbreitet für Sonne satt. Guten Abend. Meist von früh bis spät und dazu wird es nun auch immer wärmer. Heute schaffen es unsere Höchstwerte noch nicht alle auf bis zu 20 Grad. Mit Ausnahme des Berglands wird es morgen dann überall schon so sein. Und am Dienstag sind bis zu 27, eventuell auch sogar 28 Grad in der Spitze drin. Und auch in die Eisheiligen am Mittwoch starten wir sehr warm und brauchen eher eine Abkühlung statt Frostschutz in der Nacht. Und auch in dieser Nacht gehen die Lufttemperaturen auf nur 5 Grad zurück. Dazu ist es oft klar oder wenn dann gering bewölkt. Erst zum Morgen hin kommen über die Altmark einige Wolkenfelder rein, doch die stören nicht wirklich. Und so geht es dann auch gleich mit viel Sonnenschein in den Montag. Und da auch später dann kaum Wolken anzutreffen sein werden, fällt die Sonnenscheinbilanz wirklich ordentlich aus. Weniger als 13 Sonnenstunden wird es nicht geben. Oft kommen sogar bis zu 14 zusammen. Sonnenliebhaber wird's freuen, die Natur eher weniger, doch der dringend benötigte Regen ist leider weiterhin nicht in Sicht, auch wenn am Dienstag etwas mehr Wolken unterwegs sein werden. Die Nacht zum Mittwoch bleibt dann unglaublich lau und auch danach geht es dann ähnlich weiter.